Ach Gottchen, wie das klingt, präsentiert. Nein, ich möchte was zeigen, und zwar Mammutland. Eine kleine Insel irgendwo im Pazifik, auf der es weder Fernsehen gibt noch Autos. Naja, das heißt inzwischen vielleicht doch, denn die Mammutländer sind sehr abenteuerlustig und erfinderisch. Mal sehen, was sie heute angestellt haben. Wenn du wirklich wissen willst, wie Nagel hält, damit kein Turm zusammenfällt, dann findest du es sicher interessant in Mammutland. Wenn du wirklich wissen willst, wie es funktioniert und wie man Mammuts transportiert, dann lernst du sicher allerhand in Mammutland. Oh, sieh mal so ein Magnet, auf dem ein Mammut steht. Der kann eine Menge schieben, was im Motor passiert und manchmal explodiert. Das lässt die Dinge fliegen. Und wenn du jetzt wissen willst, wo ist der Trick, dann sag ich dir, das ist Physik. Die macht viel Spaß, ich bin schon sehr gespannt auf Mammutland. Mammutmilch ist reich an Mineralien und Vitaminen. Und deshalb soll jetzt auf Mammutland das Problem gelöst werden, diese Tiere ohne Lebensgefahr melken zu können. Das einzige Problem beim Melken ist nämlich, Mammuts mögen es überhaupt nicht, angefasst zu werden. Deshalb trägt Tante Martha eine besondere Spezialmelkrüstung. Alle sind sich einig, es muss einen besseren Weg geben, Mammuts zu melken. Das wird nie funktionieren, Frank. Es wird schon, Birnstiel, mach dir keine Sorgen. Siehst du? Ulla und Tom locken das Mammut zur Grube und dann melkt Martha es von unten. Komm schon, Mammut. Feines Mammut. Feine, leckere Mohrrüben. Du brauchst keine Angst zu haben. Macht ein bisschen schneller. Es ist verdammt heiß in dieser Rüstung. Ruhig, Martha. Bewahr einen kühlen Kopf. Wie denn wohl in diesem blöden Helm? Komm schon, Mammut. Du schaffst es. Bist fast da. Nur noch ein Stückchen. Es würde nicht klappen. Tja, dann kommt jetzt Plan B. Wenn wir nicht unter das Mammut kommen, dann müssen wir es eben hochziehen. Seid ihr soweit? Okay, Leute, ich zähle bis drei. Drei! Und zehn! Das war's dann. Oh je. Dann lasst uns Plan C versuchen. Können wir nicht gleich Plan Z nehmen? Und was ist Plan Z? Aufhören und nach Hause gehen. Ich verstehe nicht, was die Räder an dem Gestell sollen, Frank. Ist so leichter zu manövrieren. Seid ihr fertig? Zieht! Oh,
Das war viel leichter für das Mammut. Hat jemand einen Plan D? Wisst ihr, ich habe das Gefühl, das Mammut ahnt etwas. Kein Problem. Ich habe hier Birnstiels große Mammutversuchung. Tada! Ach ja, das ist nicht Birnstiels Mammutversuchung. Das ist eine preisverdächtige Mohrrübe. Damit will ich nächste Woche den Gemüsepreis gewinnen. Das ist ein großherziges Opfer, Martha. Ja, aber das Opfer bringst du, Birnstiel. Denn du wirst wieder neue Mohrrüben anpflanzen. Habt ihr schon mal an sowas gedacht? Ich denke, es ist doch viel leichter, etwas nach unten zu ziehen, statt nach oben. Los! Los! Es ist noch nicht viel leichter! Los! Los! Das Problem ist, wenn sowas Schweres dranhängt, reibt sich das Seil zu sehr an dem rauen Holz, wenn es drüber gezogen wird. Wisst ihr, wir brauchen etwas, damit das Seil leichter oben über das Gestell rutscht. Irgendetwas. Dann fetten wir es eben ein. Ja, das würde funktionieren. Aber noch besser wäre es, wenn wir das Seil über ein Rad laufen ließen. Ausgezeichnete Idee. Wir könnten eine einfache Rolle benutzen. Oh, so nennt man das? Ja, wie bei diesem Fahrstuhl. Die Rollen verbinden die Aufwärtsbewegung des Fahrstuhls mit der Abwärtsbewegung des Gegengewichts. Eine einfache Rolle macht es nun zwar einfacher, das Mammut zu heben, aber sie macht das Tier nicht leichter. Wem sagst du das? Ich kann's nicht mehr lange halten. Ich auch nicht. Beeil dich, Martha. Ich weiß, was du meinst. Mir reicht's auch. Vorsicht, Mama. Oh, Junge, das war knapp. Ihr und eure Rollen. Das wird nie funktionieren. Oh, ich glaube, es wird funktionieren. Man muss einfach noch mehr Rollen benutzen, Martha. Schau mal. Je mehr Rollen man hat, desto besser. Mit dieser losen Rolle zum Beispiel bräuchte man für einen Mammut nur die halbe Kraft. Das würde das Leben einfacher machen. Richtig. Und dieser Flaschenzug hier, der macht es noch viel einfacher. Man braucht lediglich ein Zehntel der Kraft, um ein Mammut zu heben, weil es 10 Rollen sind. Ah, genau, das sieht gut aus. Sowas brauchen wir einen, was ist das überhaupt? Ein Drehkran, Martha. Ein Drehkran, richtig. Wieso fällt ihr eigentlich nicht vornüber mit dem ganzen Gewicht dran? Er hat ein Gegengewicht am anderen Ende, um die Last auszubalancieren. Genau wie bei diesem Gabelstapler hier. Ein ziemlich großer Aufwand, um ein paar Gabeln zu stapeln. Nein, es heißt so, weil... Ach, vergiss es. Ja, das ist viel besser. Vielleicht für dich. Du hältst ja nicht die Seile. Weißt du, was wir brauchen, ist ein besonderer Flaschenzug, bei dem das Mammut oben bleibt, wenn man es einmal gehoben hat. Du hast recht, Ulla. Ihr könntet eine Kettenwinde benutzen. Eine Kettenwinde? Aber Ketten sind schwerer als Seile. Sicher, Tom. Aber das ist nicht der Punkt.
Siehst du, eine Kettenwinde ist eine endlose Kette, die um drei Rollen geführt ist. Die oberen beiden sind aneinander befestigt und an der unteren hängt die Last. Die bleibt, wo sie ist, es sei denn, die Kette wird bewegt. Wenn man die Kette im Uhrzeigersinn dreht, wird die Last gesenkt. Wenn man entgegen dem Uhrzeigersinn dreht, wird sie gehoben. So ist's recht, so schaffen wir es. Das funktioniert wirklich. Aber mir scheint, die ganze Arbeit mach immer noch ich. Ach, hör schon auf zu jammern, Tom. Denk lieber an die gesunde Milch, die du bald trinken kannst. Also, das Mammut sieht nicht gerade sehr glücklich aus, wie es da oben in der Luft hängt. Können wir den Flaschenzug und ein Gegengewicht dazu benutzen, dass es, naja, ein bisschen mehr Spaß am Melken hat? Womöglich müssen wir es gar nicht hochheben. Lass mal sehen. Gut, es gibt natürlich Fahrstühle und sowas. Aber ich sehe nicht, wie das beim Melken helfen könnte. Wie auch immer, eine andere Anwendung für Ketten und Gegengewichte sind Rolltreppen. Die Stufen einer Rolltreppe sind an einer endlosen Kette befestigt, die um eine Rolle läuft, die ihrerseits von einem Elektromotor angetrieben wird. Die Stufen, die abwärts fahren, sind das Gegengewicht für die Stufen, die aufwärts fahren. Der Motor muss also lediglich die Passagiere nach oben befördern. Ja, ja, aber, ach, ich verstehe. Das ist unsere Mammut-Melkmaschine. Mammuts fahren die Rolltreppe hoch, wir helfen etwas nach mit Mohrrüben und dann kommen sie in den Käfig ganz oben, sodass Tantchen Martha sie melken kann, bevor sie aus dem Käfig gelassen werden und weiterlaufen. Ausgezeichnet. Natürlich wisst ihr, was ihr da erfunden habt. Nein, was denn? Die allererste automatische Mammut-Melkanlage. Gar nicht zu reden vom ersten Flaschenzug betriebenen Mammut-Stau. Ah, au, oh.